Wir entschuldigen natürlich die Verspätung. Tut uns leid, wir hatten noch einige technische Probleme. Jetzt kommt hier der Vortrag von Dr. Elisa Stein, Ärztin und Aktivistin, über tödliche Impfungen, mutierte Viren und den täglichen Wahnsinn einer Notaufnahme. Bitte schön. Genau. Ich bin Elisa, Ärztin und Aktivistin. Ich arbeite hier in Berlin im Vivantes Krankenhaus Friedrichshain in der Notaufnahme, viel mit Corona-Patienten, fahre Notärztin in Brandenburg und bin eben auch als Aktivistin unterwegs, war mit Kados in Syrien, im Irak und habe auch in Syrien das erste halbe Jahr jetzt der Pandemie mitbekommen. Ich finde es gerade total spannend, sowohl aus aktivistischer Perspektive, aber eben auch aus medizinischer zu beleuchten, was gerade so passiert, wie viele Themen da durcheinander geworfen werden, wie sehr in sozialen Medien, in rechtlich öffentlichen Medien, aber auch eben privat diskutiert wird über Themen mit medizinischem Hintergrund, aber halt auch die sozialen Auswirkungen, wirtschaftlichen, die politische Reaktion darauf und wie halt oft einfach mit so sehr viel gefährlichem Halbwissen oder eben auch nur Viertelwissen argumentiert wird. Und ich würde gerne einerseits ein paar medizinische Grundlagen dafür geben. Ich glaube, dass ich bei einigen da offene Türen einrenne, beziehungsweise dass vieles schon bekannt ist. Andererseits denke ich, dass es gut ist, sich manche Sachen nochmal vor Augen zu halten und um auch besser argumentieren zu können gegenüber Corona-LeugnerInnen und Schwurbelungsexperten. Genau, also das Virus. Das Virus selbst heißt SARS-CoV-2. SARS steht für Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Umgangssprachlich neues Coronavirus genannt. Warum neu? Es gibt noch viele andere Sorten von Coronaviren, die eben nicht dieses neue Virus sind, was diese spezifische Krankheit auslöst. Es gehört zu der Familie der Coronaviren und eine Infektion mit dem Virus kann Covid-19 verursachen. Also Covid-19 ist nicht das Virus, sondern die Krankheit, und zwar steht das für Coronavirus Disease 19. Und eine Coronavirus-Infektion kann verschieden ablaufen. Sie kann kaum Symptome verursachen. Sie kann zu einer leichten Erkältungssymptomatik führen. Sie kann zu einer schweren Lungenerkrankung führen. Sie kann auch andere Erkrankungen im Körper auslösen und im schlimmsten Fall eben zu einem ARDS, sogenanntes Acute Respiratory Distress Syndrome, führen, was dann mit Intensiv- und Beatmungspflichtigkeit enden kann. Die Coronaviren sind ja aus der Familie der Coronaviridae, Ordnung Nidovirales, für wen das interessiert. Es ist ein RNA-Virus und erstmals beschrieben wurde er durch eine britische Virologin, June Almeida. Diesen Namen haben ganz, ganz viele noch nicht gehört. Warum? Ein Grund ist wahrscheinlich, weil sie eine Frau ist und auch zu der damaligen Zeit noch, wie heute eigentlich auch, Frauen viel, viel weniger gehört werden in der Wissenschaft und halt auch ihre Namen viel weniger bekannt sind. Wenn man jetzt fragt, so, wer kann den Namen von bekannten Virologen nennen, dann kommt halt Drosten, dann kommt Streeck. Die wenigsten kennen die Namen zum Beispiel von Melanie Brinkmann oder Sandra Cizek. Das sind Virologinnen, die in der heutigen Zeit eben viel, viel zur Forschung beitragen. Und what the fuck, was ist denn ein RNA-Virus? Das menschliche oder überhaupt Genom ist der Name für Erbmaterial. Menschen haben Erbmaterial, Tiere, aber eben auch Viren und Bakterien. Bei Menschen besteht das Erbmaterial aus DNA. Und bei Viren gibt es auch DNA-Viren, die haben DNA als Erbmaterial, und RNA-Viren, die haben die Ribonukleinsäure als Erbmaterial. Das Erbmaterial muss man sich so vorstellen, dass das bestimmte Gene kodiert sind. Einzelheiten erspare ich euch jetzt. Und diese Codes werden immer wieder in den einzelnen Zellen abgelesen und repliziert. Und so entsteht dann eben ein Virus oder ein Mensch mit den entsprechenden Merkmalen. Das Virus ist so aufgebaut, dass in der Mitte die RNA ist. Dann gibt es eine Membran außenrum und dann sogenannte Spikes. Das sind
ja, sind Moleküle außen an der Virushülle, die so wie so Zacken einer Krone abstehen. Und so hat das Virus dann halt auch seinen Namen bekommen. Corona steht für Krone und Krone, weil unter dem Mikroskop dieses Virus halt so aussieht mit diesen Spikes. Coronaviren können Menschen oder auch Tiere infizieren und es gibt 7 verschiedene für den Menschen pathologische, also krankheitserzeugende Coronaviren, die ganz unterschiedliche Krankheitsbilder erzeugen. Also so ein ganz normaler Schnupfen ist eben auch oft von einem Coronavirus hervorgerufen. Das ist dann aber nicht das SARS-CoV-19, sondern irgendeins dieser anderen Coronaviren. Und besonders bekannt geworden unter diesen verschiedenen sind halt einmal das SARS-CoV, also das erste, auch SARS-CoV-1 genannt, was zur SARS-Pandemie 2002 und 2003 geführt hat. Dann das MERS-CoV, das ist das Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, das gibt es seit 2012 und hat halt eben hauptsächlich im Mittleren Osten zu schweren Epidemien und Coronavirus-Infektionen geführt. Und jetzt halt seit 2019 das SARS-CoV-2. Vielleicht noch interessant, also alle Viren sind Parasiten und brauchen eine Wirtszelle. Das heißt also, ein Virus an sich, was ich jetzt irgendwie ausniese zum Beispiel, was dann hier auf dem Tisch sitzt, kann da zwar eine gewisse Zeit irgendwie weiter existieren, aber um sich zu vermehren und um eben langfristig zu existieren, braucht es eine andere Zelle. Und wie also eine Infektion funktioniert, ist, dass ein Virus, was eingeatmet wird, in die menschliche Zelle seine RNA rein inseriert. Die Zelle repliziert dann diese RNA und so vermehren sich dann halt auch die Viren. Das passiert über ein bestimmtes Enzym, das ist das ACE2-Enzym, das als Rezeptor fungiert. Und besonders viel gibt es das halt in der Lunge, deswegen sind auch viele Auswirkungen von der Infektion eben an der Lunge spürbar. Gibt es aber auch in der Darmschleimhaut, das heißt ganz oft werden auch Durchfälle oder Darmprobleme eben beschrieben als Symptome. Aber es kann halt auch ins Gehirn kommen und dort ans Geruchszentrum binden. Daher ist dieser typische Geruchs- und Geschmackverlust auch zu erklären. Und was halt auch ganz wichtig ist, ist, dass auch an den Gefäßzellen sind halt diese Enzyme, die als Rezeptoren wirken. Und genau, und insofern ist eine Infektion mit Covid auch immer eine systemische Gefäßerkrankung und kann zum Beispiel zu Lungenembolien, zu Nierenversagen und zu ganz vielen Organversagen im schlimmsten Fall führen. Und was ich oft in der Rettungsstelle sehe, ist, dass gerade auch junge Leute, die nach einer durchgemachten Covid-Infektion dann irgendwie nach ein paar Wochen, manche auch nach 1-2 Monaten wiederkommen und sagen, oh, sie haben so Brustschmerzen und können nicht richtig durchatmen, aber sonst geht es eigentlich alles so, fühlen sich jetzt nicht richtig krank oder fiebrig mehr. Und die haben dann ganz oft Lungenembolien. Und genau. Und vieles ist aber eben auch, also die Mechanismen, so wie es wirkt und was für Auswirkungen, ist halt immer noch unbekannt, wird gerade erst erforscht. Und also die Patienten, die jetzt sozusagen Anfang des Jahres Covid hatten, das ist ja auch gerade erst mal ein Dreivierteljahr her, sind sozusagen unsere Beispiele von dem längsten Krankheitsverlauf. So alles, was in 5 oder in 10 Jahren ist, wissen wir halt noch nicht. Genau, hier sieht man nochmal, also diese Folien, die kann man sich hinterher auch alle nochmal angucken. Hier sieht man nochmal, wie das funktioniert, wie dieses Virus eben erst an den Rezeptor bildet, dann in die Zelle gelangt, dort repliziert wird und dann eben davon ganz viele im Körper freigesetzt werden. Zu den Symptomen wissen die meisten, aber hier vielleicht noch einmal, die typischen klassischen Symptome sind eben Fieber, Geruchsverlust oder Geschmacksverlust. An diesem Geruchs- und Geschmacksverlust kann man eben klinisch Covid auch ganz gut von anderen Erkrankungen unterscheiden. Also wenn jemand das hat, dann muss man schon hellhörig werden. Ansonsten muss man sagen, dass es halt die Symptome oft sehr variabel sind und oft auch sehr unspezifisch, sodass man allein von der Klinik her, wenn jetzt jemand kommt und sagt irgendwie, ja, ich habe Husten, Schnupfen und Fieber, kann man ganz schlecht sagen, so ist das nun Covid, ist das irgendwas anderes. Und deswegen brauchen wir, da komme ich später auch zu, eben Diagnostik, aber halt diese klinischen Erscheinungsbilder, die sind schon auch unglaublich wichtig, um eben irgendwie eine erste Einschätzung zu bekommen und halt auch, um so ein bisschen einschätzen zu können, wie schwer die Erkrankung ist. Also eben Müdigkeit, Fieber, Kopfschmerzen, das ist relativ unspezifisch, das hat man irgendwie auch bei einem normalen Erkältung oder Grippe, Husten und Halsschmerzen auch.
Wenn allerdings so Atembeschwerden kommen, von wegen, ich kriege nicht richtig Luft, ich kann nicht richtig atmen, mir tut die Brust weh, da muss man dann schon aufmerksamer werden, dass es irgendwie auf einen schweren Verlauf oder eben auf eine Covid-Infektion überhaupt hindeutet. Und dann halt typisch auch sind Verdauungsprobleme, Durchfall, Magenkrämpfe, Darmkrämpfe, Hautausschläge und so weiter. Ich springe jetzt so ein bisschen schnell durch diese ganzen Themen. Ich habe gar nicht so viel Zeit und es sind halt sehr viele Themen, die, finde ich, auch alle irgendwie reinspielen und auch alle sehr relevant sind. Einmal, um überhaupt zu verstehen, was das Virus ist und was es verursacht, aber eben auch, um zu argumentieren, wenn einem Leute begegnen, wie, ach, das gibt es doch gar nicht oder das ist doch irgendwie genauso wie eine normale Grippe. Ein Wort, was ich sehr, sehr oft gehört habe in letzter Zeit und auch oft gelesen in der Presse, ist halt Mutation. Und es ist fast schon lustig, in was für verschiedenen Kontexten dieses Wort zur Sprache gekommen ist und was dabei halt auch so die Vorstellungen von Leuten sind, wenn sie eben von Mutationen reden. Im medizinischen Sinne ist Mutation ein Wort, was aus der Genetik kommt, aus dem Lateinischen mutare, das heißt ändern, verändern, verwandeln, und ist in der Biologie einfach eine Veränderung des Erbgutes, die spontan aufgetreten und dauerhaft ist. Das ist die biologische Definition. Und es ist etwas total Normales. Sowohl bei Menschen als auch bei Bakterien und Viren als auch bei Tieren passieren ständig Mutationen. Die gehören zur Evolution dazu und eben sind etwas ganz Natürliches. Die können, je nachdem, was für Mutationen das sind, also auf was für einem Level, es gibt so Punktmutationen auf der DNA, und das, also verschiedenste Arten von Erbgut, also von DNA, wo durch eine Veränderung von bestimmten Gensequenzen dann Veränderungen stattfinden. Und die können halt entweder sogenannte stille Mutationen sein, das sind dann Mutationen, die man gar nicht merkt. Also wenn ein kleines Stückchen Gen anders, also verändert ist, muss das nicht unbedingt auffallen. Und dann gibt es aber auch Veränderungen, die halt bestimmte Auswirkungen auf den Phänotyp, das ist, wie etwas aussieht, und den Genotyp, das ist, wie sind die Gene kodiert sozusagen, haben. Und das Bild ist zum Beispiel hier von einer Tulpe, wo ein halbes Blütenblatt gelb ist statt rot, und das ist ein Beispiel für eine Mutation. Da ist halt auf einem Gen ein Stückchen mutiert, sodass die Farbe anders kodiert wird. Bei Bakterien zum Beispiel gibt es auch ganz viele Mutationen, die zum Beispiel für Antibiotikaresistenzen verantwortlich sind. Und diese Mutationen, sowohl bei Menschen als auch bei Bakterien und Viren, sind oft, passieren häufig als eine Reaktion, als eine Anpassungsreaktion auf die Umwelt. Das heißt, wenn es irgendwie draußen besonders kalt ist, dann ist es sinnvoll, Gene so zu verändern, dass ein Lebewesen besonders kälteresistent ist. Wenn es besonders heiß ist, eben das Gegenteil. Und so gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Bei Menschen ist es auch normal, und es ist ein Fun Fact, es gab mal so eine Studie, die wollten rausfinden, wie häufig Mutationen überhaupt vorkommen. Und dann haben sie halt von Eltern und Kindern, dazugehörigen Kindern, das Erbgut untersucht, Mutter Erbgut, Vater Erbgut und dann vom Kind, und konnten herausfinden, dass im Durchschnitt 45 Neumutationen auftreten und 80% derer stammen von den Spermien des Vaters. Oh, in dieser Folie ist erst das Bild, Entschuldigung. Also hier ist diese Tulpe, von der ich gerade schon erzählt habe. Ein paar Beispiele: eine Rot-Grün-Schwäche ist zum Beispiel eine Auswirkung einer Mutation, die sogenannte Sichelzellanämie. Das ist eine Anämie, also es ist eine Mutation der roten Blutkörperchen, die an sich eine Krankheit, die an sich nicht gut ist, aber interessanterweise hat sich herausgestellt, dass Menschen, die diese Mutation auf diesem Gen haben, haben oft auch eine andere Mutation, die sie widerstandsfähiger gegenüber Malaria macht. Und deswegen findet sich die Sichelzellanämie ganz häufig im afrikanischen Raum, wo Malaria sehr verbreitet ist, weil die Menschen zwar die negative Auswirkungen dieser Anämie haben, aber dadurch resistenter sind gegenüber Malaria und deswegen sich halt dieses Gen besser durchsetzen konnte. Genau. Anderes Beispiel einer Genmutation, die nicht natürlich und spontan entstanden ist, sondern durch Außeneinwirkung, sind zum Beispiel Genmutationen durch Strahlenschäden. Und hier
Beispiel zwei Bilder hier aus Tschernobyl. Da haben halt, hat die hohe Strahlung zu Mutationen in den Genen geführt, die dann bei der nächsten Generation zu Fehlbildungen geführt hat. Also, Mutation an sich was Normales, kann durch Fremdeinflüsse hervorgerufen werden und beim Corona, also bei Viren, passiert das halt auch ständig und beim Coronavirus entstehen dadurch verschiedene Varianten, da komme ich dann später nochmal dazu. Übertragung, Übertragung vom Coronavirus wird hauptsächlich durch Aerosole und Tröpfcheninfektionen, also passiert hauptsächlich dadurch. Und je nach Partikelgröße der Virus ausgeatmeten oder gehusteten Viruspartikel haben sie halt auch verschiedene physikalische Eigenschaften und je nachdem wird auch der Übertragungsvor, also können sie halt zum Beispiel über verschiedene Strecken oder halt über verschiedene Wege übertragen werden sozusagen. Also größere Partikel sinken schneller zu Boden. Da gibt es jetzt auch Zahlen, aber ich will mich da gar nicht so drauf versteifen, weil es halt immer wieder neue Forschungen gibt, die immer wieder sozusagen herausfinden, okay, welche Größe von Partikel wird wie weit gespreadet. Und wenn man sich zu sehr an diesen Zahlen festhält, werden halt auch daraus zum Teil falsche Rückschlüsse gezogen. Zum Beispiel, ach ja, wenn ich jetzt irgendwie auf 1,5 Meter und nicht auf 2 Meter an jemanden herankomme, infiziere ich mich auf jeden Fall. Und das ist eigentlich Quatsch. Also es geht wirklich um einen bestimmten Abstand, den man hält. Und diese Details sind dabei eigentlich gar nicht so wichtig. Wichtig zu wissen ist, dass eben die Hauptinfektionswege sind einmal durch Tröpfchen, einmal durch Aerosole, jeweils bei 45% und dann 10% Schmierinfektionen. Schmierinfektionen ist zum Beispiel, wenn ich mir jetzt in die Hände huste oder niese und damit eine Türklinke anfasse oder damit jemand anders umarme. Und wenn man diese Wege eindämmt, also durch regelmäßige Desinfektion der Hände, von Türklinken und so weiter, also weniger anzufassen, sich selbst und andere weniger anzufassen und halt auch durch das Tragen von Masken, hat man schon irgendwie einen ganz guten Schutz. Wer Details wissen möchte, es gibt da Forschungsgruppen und zwar unter anderem eine, die sich ganz intensiv jetzt mit der Ausbreitung und dem Verhalten von Aerosolen beschäftigt. Das ist die Professor Dr. Martin Kriegel am Hermann-Ritschl-Institut in der TU Berlin, hat dazu ganz interessante Ergebnisse und auch eine ganz interessante Seite publiziert. Diese Forschungsgruppe, das nennt sich Ansteckungsgefahr liegt in der Luft. Und auf der basieren halt auch ganz viele Empfehlungen zu Maßnahmen. Und ich glaube, es gab jetzt auch schon Vorträge über How-to-Hygienekonzept und zu verschiedenen Hygienekonzepten, die ja gerade auch, wenn man sich überlegt, so wie kann man Veranstaltungen jetzt zu Corona-Zeiten realisieren, wie ist das zum Beispiel mit Theatern, mit Clubs, mit eben verschiedenen Veranstaltungen und sich damit auseinandersetzt, dann lohnt es sich da mal drauf zu gucken und sich das mal anzugucken, weil die gute Basisdaten und Empfehlungen bieten eben auch für Hygienekonzepte. So, und basierend auf eben diesen Ergebnissen zu Forschungen, wie sich diese Krankheit überträgt, wie man sich schützen kann, reagiert die Politik dann natürlich auch und verbietet bestimmte Sachen oder erlaubt bestimmte Sachen. Und das finde ich sowohl interessant eben aus der Perspektive, aus dem Krankenhaus, so aus der medizinischen Perspektive, als natürlich auch aus der gesellschaftlichen und mir stellt sich halt auch oft die Frage, so was, welche Grundlagen haben jetzt zu dieser oder dieser Entscheidung geführt? Also was für wirtschaftliche Interessen stecken dahinter? Was ist medizinisch fundiert? Und bei manchen Dingen, da denke ich schon, okay, das ist jetzt gerade total sinnvoll, also dass irgendwie viele Leute, zum Beispiel bei Chören ist es wirklich so, dass einfach, wenn viele Leute auf engem Raum singen, also beim Singen ist noch mal, wird noch mal mehr, werden mehr Viruspartikel übertragen oder in die Luft rausgesendet, wie zum Beispiel auch beim Schreien und so, viel mehr als beim normalen Reden. Also insofern macht es schon Sinn und hat sich auch gezeigt, dass zum Beispiel Chöre, die auf engem Raum zusammen eben permanent Viruspartikel in den Raum sprengen, dass es da Sinn macht, das eben zu unterbieten. Auf der anderen Seite denke ich aber auch zum Beispiel in der Gastronomie, wo es halt irgendwie viele gute Konzepte gab mit Abstand und mit Hygiene, frage ich mich ein bisschen so, gut, ist das jetzt wirklich der richtige Weg? Und dann diese ganze Diskussion um Schulen und die Ansteckung in Schulen.
Ich glaube, im Großen und Ganzen gibt es kein wirkliches richtig oder falsch, sondern es ist einfach eine extrem schwierige Situation. Es gibt ein Virus, was übertragen wird. Daran wird auch geforscht. Das kann man zum Teil an Daten darstellen. Das sind erstmal wissenschaftliche Daten. Dann gibt es Dinge, die kann man halt aus der Erfahrung sagen, das aus dem alltäglichen Leben, die müssen da auch mit reinspielen. Und dann gibt es halt wieder so Überlegungen, okay, das eine ist zwar für die normal gesunde Bevölkerung vielleicht irgendwie tragbar, aber was ist mit Leuten, die ein schwaches Immunsystem haben, die alt sind, kleine Babys und so weiter, die halt nicht so geschützt sind. Insofern denke ich, ist die Basis davon zu sagen, also ganz vieles wird halt gerade noch erforscht, ganz vieles wird unter vielen verschiedenen Gesichtspunkten diskutiert, wo ich auch der Meinung bin, da muss man sehr gut hingucken, welche Entscheidung ist wie motiviert. Aber im Großen und Ganzen mit Abstand und Maske ist schon mal eine gute Basis gelegt zur Eindämmung der Pandemie. Jetzt komme ich zu den Tests, zu den viel diskutierten. Und zwar, also es gibt ganz viele verschiedene. Ich beschränke mich jetzt mal auf die drei, die gerade so hauptsächlich angewandt werden. Das ist einmal der PCR-Test im Labor, der die virale DNA nachweist. Dann der Antigen-Schnelltest, der jetzt auch verkäuflich ist und eben oft bei Veranstaltungen oder auch in Kindergärten oder Seniorenheimen angewandt wird. Der weist Antigen-Partikel des Virus nach. Das sind beides direkte Erregernachweise, weil nur wenn, also das Antigen und die RNA sitzen im Virus und weisen dadurch eben das Vorhandensein des Virus nach. Und dann gibt es noch den Antikörpertest, der spielt jetzt gerade nicht so eine große Rolle. Der weist menschliche Antikörper gegen das Virus nach und deswegen halt auch gibt einen Hinweis auf eine bestehende Immunität. Das nützt einem aber nichts, wenn man jetzt wissen will, ob man gerade krank ist oder nicht. Und das mit dem Krank ist eben auch so ein ganz wichtiger Punkt. Also es gibt viele asymptomatische Infektionen, die sind nicht schlimm für die Person selber in dem Moment, weil sie halt eben gar nicht spüren, dass sie infiziert sind, können aber durchaus das Virus übertragen. Und insofern sind diese asymptomatischen Virusträger eben extrem gefährlich, weil sie halt selbst nicht merken, dass sie krank sind, deswegen vielleicht auch nicht vorsichtig sind, nicht zu Hause bleiben und dann sehr viele andere Menschen anstecken können. Und gerade bei Leuten, die zum Beispiel im medizinischen Bereich, in der Klinik oder halt auch im Seniorenheim arbeiten, können sie halt viele Menschen anstecken, die eben keinen guten eigenen Immunschutz haben. Dann gibt es wieder irgendwie leichte Infektionen, die man zwar merkt, dann sich aber natürlich fragt, so, ist das jetzt Corona oder ist das irgendwas anderes? Und dann eben die schweren Erkrankungen, die dann meistens im Krankenhaus und möglicherweise auf der Intensivstation landen. Und zur Testung gibt es eben viele verschiedene Teststrategien. Auf die möchte ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen, sondern kurz eben erklären, was man jeweils testet und was man deswegen auch beachten muss in der öffentlichen Diskussion darüber und wie man halt auch mit dem Ergebnis umgeht. Also der PCR-Test, da wird ein Abstrich aus dem Rachen und aus der Nase genommen mit einem Wattestäbchen. Da ist dann, also im Falle von einer Infektion, ist dann an diesem Wattestäbchen sind dann Virus-RNA-Partikel dran. Die werden in eine Testlösung, werden die halt reingegeben und lösen sich dann von diesem Wattetupfer. Und dann wird im Labor per sogenannter PCR, heißt Polymerase Chain Reaction, da wird einfach erklärt, ein kleines bisschen Virus-RNA repliziert und in verschiedenen Zyklen. Die Anzahl der Zyklen ist halt dieser sogenannte C-Wert, haben vielleicht auch schon einige Mal gehört. Und dann kann halt hinterher das Virus nachgewiesen werden. Und der C-Wert ist der Anzahl an Zyklen, die notwendig sind, um die RNA nachzuweisen. Und da ist im Moment der Cut-Off-Wert von 30, dass also je weniger Replikationszyklen notwendig sind, desto mehr RNA ist in der Testsubstanz. Und wenn man zum Beispiel häufiger als 30 Mal diesen Zyklus durchlaufen lassen muss, um überhaupt irgendwas nachzuweisen, dann spricht das halt dafür, dass sehr, sehr wenig Virus-RNA in der Probe war, und dass es so wenig ist, dass nicht davon auszugehen ist, dass die Person noch ansteckend ist. Und was ich jetzt ganz oft gehört habe, ist, ja, dieser PCR-Test kann ja gar nicht zwischen Grippe und Corona unterscheiden, zwischen Influenza und Corona. Und das ist halt einfach Quatsch, so zu argumentieren,
weil dieser Test ist halt darauf ausgelegt, Coronavirus-RNA nachzuweisen. Und natürlich weist der keine Influenza nach. Dafür gibt es andere Tests. Es gibt Tests, mit denen man Influenza nachweisen kann. Man kann im Labortest eine Tuberkulose oder eine bakterielle Pneumonie nachweisen. Dieser Test dient dazu, eben zu gucken, ob jemand Corona hat oder nicht. Und genau, das ist mir wichtig, dass das alle wissen und verstehen und auch so argumentieren können gegen eben solche Menschen, die halt irgendwie auch diese Tests für Quatsch erklären. Dann gibt es den Antigen-Schnelltest, der sieht aus wie so ein Schwangerschaftstest und der dauert auch nur 15 Minuten und den kann man auch selber machen und der weist, genau, da nimmt man Abstrich nur aus der Nase mit so einem kleinen Wattestäbchen, das wird halt auch durch so eine Lösung dann das Antigen gelöst und das läuft halt dann durch dieses Testgerät und kann halt Antigen nachweisen. So, und in der Interpretation dieser beiden Tests muss man genau wissen, ab wann das Antigen nachweisbar ist und ab wann eben die PCR positiv ist, also dass die RNA nachweisbar ist. Und da will ich jetzt auch nicht so im Einzelnen drauf eingehen, aber wichtig ist, glaube ich, zu wissen, dass der Antigennachweis, also dieser Schnelltest, der sagt halt hauptsächlich was darüber auf, ob ich in diesem Moment, wo ich diesen Test mache, eben infektiös bin oder nicht. Das heißt nicht, ob ich mich vielleicht angesteckt habe und morgen erst Symptome bekomme oder ob ich gar keine Symptome bekomme und übermorgen vielleicht aber immer noch ansteckend bin. Wohingegen die PCR auch oft schon vor dem Auftreten von Symptomen positiv ist und eben ein genauerer Nachweis dafür ist, ob ich eine Infektion habe. Gut ist der Antigentest zum Beispiel, wenn ich Symptome habe und wissen will, so ist das ein Corona oder nicht, und diesen Antigentest mache und der negativ ist, dann kann man sich relativ sicher sein, dass das, was man hat, kein Corona ist. Weil man hat ja die Symptome, das heißt, man müsste eigentlich auch RNA nachweisen können. Während wenn ich nichts habe und es so auf gut Glück mache, ist die Aussage relativ mäßig. Und immer, wenn man einen positiven Test hat, muss man dann auch noch einen PCR-Test machen, weil es gibt schon auch einige falsch positive Ergebnisse. Das heißt, wenn der Schnelltest positiv ist, kann der PCR-Test immer noch negativ sein und dann kann man aufatmen. Es nützt dann meistens relativ wenig, einen zweiten Schnelltest zu machen, weil es gibt bestimmte natürlich vorkommende Viren in der Nasenschleimhaut, die halt diesen Test auch positiv machen können. Und die sind bei manchen Menschen einfach da, physiologischerweise, und bei anderen nicht. Und wenn die bei bestimmten Menschen da sind, dann ist auch der Test positiv, auch 2, 3, 4, 5 Mal. Da kommt man so nicht weiter, da muss man dann eine PCR machen und da kann man es dann aber auch richtig nachweisen. Ich habe hier nochmal so ein paar schöne Folien, also die Viruslast. Viruslast nennt man die Menge an Virus, die im Körper nachweisbar ist. Die steigt halt bei einer Infektion relativ schnell an. Die Zeit zwischen der Infektion, also dass ich zum Beispiel von einer anderen Person mich angesteckt habe, und dem Auftreten von Symptomen, nennt man Inkubationszeit. Und logischerweise, wenn man keine Symptome bekommt und eine stumme Infektion hat, dann kann man eine asymptomatische Infektion, dann kann man auch nicht sagen, wie lange bei der Person die Inkubationszeit ist. Aber beim Auftreten von Symptomen ist es halt so, also zwischen Ansteckung und Auftreten von Infektionen ist die Inkubationszeit, in der man per PCR halt auch die RNA schon nachweisen kann, aber noch nicht im Antigentest. Dann die Antigene, die relativ zeitgleich mit dem Auftreten von Symptomen nachweisbar sind. Und dann das Ganze bis ungefähr 2 bis 3 Wochen nach Auftreten der Infektion. Und ungefähr 2 Wochen nach Auftreten der Infektion hat der Körper dann genug Antikörper eigene gebildet, um die halt auch nachweisen zu können. Vielleicht noch kurz ein paar Worte zu Sensitivität und Spezifität. Das sind Worte, die aus Studien, eben aus medizinischem Studiendesign kommen und die eine Aussage darüber machen, wie genau ein Test ist. Also Sensitivität heißt, wie empfindlich ein Test ist. Also die Sensitivität steht für Empfindlichkeit, also wie früh oder wie genau weist der Test einen bestimmten Erreger nach. Und die Spezifität macht eine Aussage darüber,
inwiefern weist ein Test wirklich das nach, was er nachweisen soll? Also er misst das, was er messen soll und nicht irgendwas anderes. Und die entscheidenden Marker dafür sind halt für die Sensitivität guckt man halt nach Falsch-Negativen. Also ein falsch-negativer Test, der ist negativ bei einer Person, die eigentlich infiziert ist. Und je mehr falsch-negative Testergebnisse, desto mehr Leute, die eigentlich die Krankheit haben, werden nicht erkannt. Und dann, wenn das viele sind, dann hat ein Test halt eine schlechte Sensitivität, ist also nicht empfindlich. Andersrum bei den Falsch-Positiven, das heißt, da ist der Test positiv, obwohl die Person kein Corona hat, aber irgendwas anderes zeigt dann halt, dass der Test andere Dinge auch nachweist und je mehr Falsch-Positive, desto schlechter ist die Spezifität. Und viele von diesen Schnelltests haben halt unterschiedliche Spezifität und Sensitivität und das kommt halt auch zum Teil auf den Hersteller an. Da muss man dann immer, ich habe das sogar mitgebracht, da muss man halt mal auf diesen Beipackzettel vom Hersteller gucken. Und zum Beispiel habe ich jetzt hier einen von PanBio Covid-Antigen-Test und der hat halt bei insgesamt 585 Tests hat er 12 Falsch-Negative und einen Falsch-Positiven und damit eine Sensitivität von 91% und eine Spezifität von 99%. So. Und das ist was sehr Spezielles, da muss man gut drüber nachdenken und eigentlich ist es auch nichts, was jetzt irgendwie jeder wissen muss, aber es wird halt total viel in den sozialen Medien und auch in der Presse darüber diskutiert und ich finde, sobald man anfängt, solche Wörter halt als Argumente zu benutzen dafür, ob ein Test irgendwie gut oder schlecht ist oder ob man den machen sollte oder nicht. In dem Moment sollte man sich dann halt auch gut damit auseinandersetzen, um halt auf einer wissenschaftlichen Grundlage diese Argumente halt auch belegen zu können und vor allen Dingen sie richtig einzusetzen. Weil das passiert halt auch oft, dass Leute dann irgendwie einen richtigen Fakt von sich geben, den aber in einem total falschen Kontext einsetzen und damit halt einfach Quatsch verbreiten. So, angesichts der Zeit, das habe ich eigentlich schon erzählt, also der Verlauf einer Covid-Infektion ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt sehr variable Inkubationszeiten und auch die Infektiosität ist sehr variabel. Und es gibt halt noch keine kausale antivirale Therapie, daran wird noch geforscht. Noch kann man halt nur symptomatisch behandeln. Im Krankenhaus gibt man Dexamethason. Sauerstoff sehr oft und dann muss man halt gucken, dass man alle Begleitsymptome eindämmt. Wozu es halt häufig kommt, ist, dass aufgrund der Schädigung der Lunge und aufgrund von der Schädigung des Immunsystems eine sogenannte bakterielle Superinfektion stattfindet. Das heißt, dass man auf eine Covid-Infektion zum Beispiel eine bakterielle Pneumonie durch Pneumokokken bekommt, die dann besonders schwer ist und die mit Antibiotika behandelt wird. Aber das ist halt durchaus ein Problem, was oft gefürchtet ist. Und es sind nicht nur bakterielle Superinfektionen der Lunge, die vorkommen, sondern es kommt auch häufiger vor, dass jemand nach einer durchgemachten Covid-Infektion dann eine schwere Nierenbeckeninfektion bekommt oder schwere Harnwegsinfekte und so weiter, die dann alle mit Antibiotika behandelt werden müssen, was für den Körper dann nochmal schwierig ist. Und dann halt viel diskutiert ist auch das sogenannte Long-Covid-Syndrom. Da kann ich so aus der klinischen Erfahrung ein bisschen erzählen, dass wir oft halt gerade auch junge Leute haben, die dann so Monate nach einer durchgemachten Infektion kommen, die sagen, ja, so im Sitzen und im Alltag ist es eigentlich okay, aber ich kann seit Monaten keinen Sport mehr machen. Und sobald ich halt anfange, mich zu belasten, Fahrrad zu fahren, kriege ich einfach keine Luft mehr. Und das finde ich persönlich ziemlich erschreckend. Und gerade eben diese Diskussion um die Sterblichkeit, da komme ich später auch nochmal drauf. Natürlich ist es so, dass Leute, die eine Grunderkrankung haben, die sowieso eine Erkrankung haben und deswegen eventuell behandelt werden, dass wenn die dann auch noch eine Corona-Infektion bekommen, die das Immunsystem schwächt, weil das Immunsystem voll damit beschäftigt ist, diese Infektion in Schach zu halten und dann auch noch eine bakterielle Superinfektion bekommen, dass da natürlich dann halt auch das Risiko ist, dass die Organe versagen und die Person stirbt, relativ hoch ist.
ein All-Time-Favorite in den Medien ist halt immer Corona und Influenza. Also nein, die Coronavirus-Infektion und die Influenza-Infektion, also die Grippe, sind zwei verschiedene Krankheiten mit verschiedenen Auswirkungen. Und es grasieren so auf Facebook und auch auf Twitter immer wieder so Diagramme, die halt so die Tödlichkeit und also die Sterblichkeit und auch Infektionsraten gegenüberstellen, und die meisten sind halt irgendwie zusammenkopiert und bilden überhaupt nicht die Realität ab. Und dazu muss man aber auch noch sagen, dass zum Beispiel viele Leute fragen so, warum gibt es denn jetzt die Grippe? Davon hört man ja kaum noch was, und werden jetzt alle Corona-Infektionen als Grippe gezählt? Dazu muss man sagen, also Punkt 1 ist, dass die AHA-Regeln, also Abstand und Maske, auch ganz viele Grippe, also Influenza-Übertragungen eindämmen. Also natürlich, es gibt viel, viel weniger Influenza dieses Jahr als die letzten Jahre, weil halt einfach viel mehr Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, die halt logischerweise nicht nur das Coronavirus, sondern auch andere Viren eindämmen. Und ein anderer Punkt ist, ich habe ja gerade schon erzählt, das wird getestet mittels dieser PCR, und es werden dann die positiven Ergebnisse der PCR als Corona-Fälle eines Krankenhauses aufgeführt, und nein, da werden nicht die Influenza-Fälle mitgezählt. So viel vielleicht erstmal zu den Hintergründen. Ich muss mal auf die Uhr gucken, genau, zeitlich. Also, ein paar Geschichten vielleicht noch aus der Rettungsstelle. Wir sind eine sehr, sehr große interdisziplinäre Rettungsstelle mit sehr, sehr vielen verschiedenen Abteilungen im Krankenhaus. Ich bin Internistin, also arbeite in der internistischen Rettungsstelle, und da Corona eine Infektionskrankheit ist, ist die primär auch dem internistischen Bereich zugeschrieben. Und wir haben die Rettungsstelle so umgebaut, dass wir mittlerweile drei verschiedene Bereiche haben. Wir haben einmal den normalen Bereich, wo so Patienten drin sind, die ziemlich eindeutig ein anderes Problem haben als Corona. Dann gibt es die Infektionsrettungsstelle, die komplett abgeschirmt ist und mit entsprechenden baulichen Isolationsmaßnahmen versehen ist, in die wir auch nur mit Komplettschutz, das heißt entweder mit Anzug oder mit Kittel, mit Maske, mit Brille oder Visier und Haube und natürlich zwei Paar Handschuhen reingehen. Ein Riesenproblem ist, sind die Telefone. Und zwar müssen wir total, ist ganz vieles davon, was wir da machen, auch organisatorisch. Das heißt, also ich bin oft im Gespräch mit den Patienten, mit den Angehörigen, mit den PflegerInnen, dann mit meinem Chef auf der Infektiologie, und das Ganze an mehreren Telefonen. Und das Problem ist, ich kann nicht mit den Handschuhen, mit denen ich in den Raum bin, auch in das Telefon gehen und das eigentlich auch gar nicht ans Ohr halten. Und ich habe aber auch keine zweite Person, die mir das Telefon ans Ohr halten kann. Das geht manchmal, aber auch nicht immer. Ich kann das Telefon aber nicht draußen lassen, weil das sind oft Notfälle, da muss man dann rangehen. Das heißt, man muss dann irgendwie ständig mit so einem Wischtuch, mit zwei verschiedenen Handschuhen, die ich dann irgendwie an- und ausziehe und irgendwie mit Entfernung, dann zum Teil mit so total schlechter Soundqualität, weil das so Desktop-Telefone sind, wo die Ladestation völlig woanders steht, dann probieren, irgendwie da drin diesen organisatorischen Wahnsinn zu bewältigen. Und das macht es natürlich auch so zeitaufwendig. Genau, dann gibt es also diesen Infektionsbereich, und dann gibt es noch einen dritten Bereich, der heißt ARE-Bereich, also Acute Respiratory, es ist sogar deutsch, akute respiratorische Erkrankungen-Bereich. Da kommen alle Patienten rein, die Fieber oder respiratorische Symptome haben, bei denen wir aber nicht denken, dass es zwingend Corona ist, aber wo es halt durchaus sein könnte. Und letztlich ist es so ein bisschen Lotterie, weil bei allen kann es sein, dass sie infiziert sind, dass sie zum Beispiel keine typischen Symptome haben, gar keine Symptome haben, und dann muss man sich halt also irgendwie so da durchfinden. Und vom Ablauf, also die meisten, also es kommen mittlerweile auch ganz viele Patienten, die schon positiv getestet sind, also mit einem positiven Test, die können wir, man nennt das Kohorten isolieren, das heißt, wir können mehrere Patienten, von denen wir wissen, dass sie Corona haben, in ein Zimmer packen. Da können wir dann aber nicht noch jemanden reintun, der zum Beispiel mit einem Verdacht kommt. Weil, wenn der es dann nicht hat, könnte er sich da drin infizieren. Das wäre blöd. Und es gab so eine Zeit, wo halt immer sehr, sehr viele, also viele, viele gleichzeitig gekommen sind mit der Feuerwehr oder mit dem Krankenwagen. Und wir zum Teil wirklich Schlangen hatten vor unseren Räumlichkeiten, weil wir die Leute einfach gar nicht so schnell untergekriegt haben, weil man halt neben den, also den, das Testergebnis kriegen wir sowieso nicht in der Rettungsstelle, aber was wir machen müssen, ist halt in der Einschätzung so, ist das ein Patient, der eventuell auf eine Intensivstation muss, ist das ein Patient, der eventuell auf eine Normalstation kann, ist das jemand, den wir nach Diagnosestellung oder nach
Behandlung vielleicht sogar wieder gleich nach Hause schicken können. Und das ist eigentlich das Ziel, dass wir so viele Leute wie möglich, die halt einigermaßen stabil sind, halt wieder nach Hause schicken, damit sie zu Hause versorgt werden, um eben die Kapazitäten, also um möglichst viele Kapazitäten zu lassen für die Leute, wo es halt nicht anders geht. Und genau, hier nochmal so ein paar CT-Bilder. Das sagen halt auch viele Leute immer so, immer, ja, man kann das gar nicht auseinanderhalten. Doch kann man eben sehr wohl. Also hier links im Bild sieht man, das ist so eine Aufbereitung von einem normalen CT-Bild. Da sieht man eine Corona-Infektion. Und das Typische daran ist, dass sie halt auf beiden Lungenseiten auftritt. Dass sie so, man nennt das so kleinfleckig disseminiert, milchglasartig. Also dass es einfach an vielen Stellen der Lunge kleine Ansammlungen von Schädigungen sind. Während man auf der anderen Seite in dem unteren Bild sieht, das ist eine sogenannte Lobert-Pneumonie. Also bei einer bakteriellen Lungenentzündung hat man die Infektion auf einer Seite nicht irgendwie verteilt in der Lunge, sondern auf einen Lungenlappen begrenzt, kompakt. Und es sieht halt einfach total anders aus. Das heißt, wir machen auch bei fast allen Patienten, die wir aufnehmen, einen CT. Und da können wir dann sehen, eben, sieht es Corona-typisch aus oder nicht? Oder sieht es vielleicht aus wie eine typische Lungenentzündung und ist Corona unwahrscheinlich? Oder ist es vielleicht sogar beides, also eine bakterielle Superinfektion? Und anhand dieses Bildes kann man dann auch schon so ein bisschen einschätzen, sieht das so aus, als ob jemand wahrscheinlich auf die Intensivstation muss oder eben nicht. Oft ist es aber auch so, dass die Verläufe gar nicht so sehr korrelieren mit dem Bild im CT. Und dann hat man sozusagen das Bild im CT, man hat dann den Test, der nach 24 Stunden meistens da ist, man hat die normalen Laborwerte und anhand halt von diesen verschiedenen Parametern kann man den Patienten dann entsprechend unterbringen und halt auch behandeln. Genau. Eine Sache, die ja auch in vieler Munde ist, ist diese sogenannte Triage. Und Triage heißt halt, dass man einschätzen muss, oder dass man, wenn man wenn die Intensivbetten oder Kapazitäten und halt auch das Pflegepersonal an seine Grenzen stößt, muss man halt eine Entscheidung treffen, welche Patienten würde man noch beatmen und welche Patienten würde man eben auf einer Intensivstation behandeln und welche vielleicht auch nicht. Und da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle und das ist halt auch, also es ist sowohl eine medizinische, aber halt auch eine ethische Entscheidung. Und das ist jetzt nichts Neues, was jetzt irgendwie nur bei Corona auftritt, sondern diese Entscheidungen müssen wir halt immer wieder treffen. Und es ist halt so, dass wenn Menschen, die sehr alt sind und viele Erkrankungen haben, vielleicht noch eine Krebserkrankung haben oder eine chronische Erkrankung, dass normalerweise physiologischerweise irgendwann das Leben zu Ende ist und Menschen sterben. Das ist ganz normal. Nun ist es so, dass unsere Medizin zum Teil so technologisiert ist und so weit entwickelt ist, dass man auch Menschen, die eigentlich physiologischerweise sterben würden, dass man die noch sehr lange am Leben erhalten kann. Man kann das durch Beatmung machen, durch eine künstliche Lunge, durch Nierenersatzverfahren. Und die technischen Möglichkeiten gehen da unglaublich weit. Nur ein großes Problem ist, dass halt mit dieser Weiterentwicklung dieser technischen Möglichkeiten auch eine Weiterentwicklung der ethischen Diskussion darum passieren muss. Also der Frage, so nach welchen Kriterien entscheiden wir denn, ob wir ein Leben verlängern und wie lange wir das Leben verlängern, will der Mensch selber das? Und es gibt so ein paar Dinge, die dabei eben immer sehr, ja, sehr wichtig sind. Das eine ist die Frage, ist das jetzt gerade nur ein temporärer Zustand oder ein dauerhafter? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie einen Fahrradunfall habe und beide Nieren verletzt sind, dann kann man zum Beispiel eine Zeit lang eine Dialyse, eine Blutwäsche machen, also ein Nierenersatzverfahren, in der Hoffnung, dass danach die Nieren wieder funktionieren und ich ein normales Leben habe. In diesem Fall ist es natürlich sehr eindeutig, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es nur eine temporäre Maßnahme ist, sehr hoch ist und in diesem Fall macht das sehr viel Sinn. Wenn man jetzt mal ins andere Extrem geht, jemand, der sehr alt ist, sehr viele Erkrankungen hat, vielleicht eine Krebserkrankung, die sowieso innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre zum Tode führt. Wenn man da anfängt, Lungenersatzverfahren oder Nierenersatzverfahren anzufangen, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass nicht wieder der vorherige Zustand hergestellt wird, also dass das dann ein dauerhafter Eingriff ist eben.
Und das ist halt eine Sache, die man überlegen muss und die man halt oft aber auch nicht beantworten kann. Und gerade bei Corona ist es so, dass man ganz oft nicht sagen kann, so erholt sich diese Person wieder oder nicht, gerade auch weil wir ganz wenig Erfahrung noch mit dieser Krankheit haben. Und ein ganz anderer wichtiger Punkt dabei ist, was möchte die Person selber? Und im besten Fall kann sie das selber noch äußern, aber leider ist das oft nicht mehr so, dass wenn Patienten im Krankenhaus ankommen, sie schon so schwer krank sind, dass sie sich eben nicht mehr äußern können oder halt auch Leute, die schon seit vielen, vielen Jahren eine schwere Demenz haben und eben aufgrund dessen zum Beispiel auch eine Betreuung haben oder so. Und bei vielen liegt eine Patientenverfügung vor, also da hat sich die Person schon mal zu einem Zeitpunkt, wo sie noch klar war und das selber entscheiden wollte und konnte, gesagt, zum Beispiel, ich möchte gerne die und die Maßnahmen nicht. Also zum Beispiel, ich möchte gerne eine Antibiotikatherapie und vielleicht, dass jemand, also und zum Beispiel schmerzfrei alt werden und sterben, aber ich möchte nicht beatmet werden, ich möchte nicht wiederbelebt werden und so weiter. Und das kann man alles, es gibt dafür so Vordrucke, man kann das alles in der Patientenverfügung detailliert niederschreiben. Und wir sind immer total froh, wenn Patienten mit so einer Patientenverfügung kommen, weil wir dann ganz, ganz viele Entscheidungen und schwierige Gespräche eben nicht führen müssen. Und dann gibt es noch die Vorsorgevollmacht, das ist, dass man, dass eine Person, eine andere Person als bevollmächtigte Person einsetzen kann, die dann zum Beispiel diese Entscheidung, welche Maßnahmen werden in welcher Situation getroffen, für die andere Person fällen kann. Und was jetzt diese ganze Situation mit Corona so anders macht als das normalerweise der Fall ist, ist der Zeitdruck und die Menge an Patienten. Das heißt, ich habe diese Entscheidung schon auch immer wieder, immer eigentlich, aber normalerweise setzt man sich hin, redet mit den Menschen selber, man redet irgendwie mit den Angehörigen. Wenn es eine gesetzliche Betreuung gibt, dann natürlich auch die gesetzliche. Man guckt sich die Papiere an, was steht in der Patientenverfügung. Trotzdem muss man das auch immer alles nochmal überdenken. Passt es zu der Situation? Können wir denn jetzt sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass da ein Heilungserfolg besteht oder nicht? Das Ganze muss man dann noch oft mit Ärztinnen und Pflegerinnen aus verschiedenen Fachrichtungen, vielleicht sogar noch Physiotherapeutinnen zurücksprechen. Das heißt, das ist ein Prozess, der lange dauert, der viele Gespräche bedarf. Und auch viel, viel Einfühlungsvermögen, genau. Und wenn wir so eine Situation haben, wie da stehen irgendwie vier Feuerwehr, werden mit Patienten, die aufgenommen werden wollen, die Rettungsstelle ist knackevoll, ich habe irgendwie noch x andere Patienten zu versorgen, dann ist es gar nicht möglich, genug Zeit aufzubringen, um diese Gespräche eben zu führen. Und leider ist es so, dass wir oft die Situation haben, dass die Patienten nicht mit einer Patientenverfügung kommen, dass die in einem unglaublich schlechten Zustand sind, dass wir nur noch ein freies Intensivbett haben. Und dann muss man halt so gut wie es geht eben in sehr, sehr kurzer Zeit und zwar ohne auch direkt mit den Patienten mit den Angehörigen zu sprechen, sondern am Telefon unter einem enormen Druck diese Gespräche führen und diese Entscheidung treffen. Und das ist schon ziemlich belastend. Deswegen, also nicht nur jetzt für Corona, sondern einfach insgesamt würde ich alle Leute dazu anhalten, das mal zu überlegen und mit ihren Eltern, Verwandten, aber auch für sich selber so eine Patientenverfügung aufzusetzen. Das macht viel Sinn. Genau. Angesichts der Zeit gehe ich nicht darauf ein, wie das im ersten halben Jahr zum Beispiel in Syrien gelaufen ist. Ich würde gerne noch ein paar Worte über die Impfung verlieren. Ganz kurz, das ist eine RNA-Impfstoff, wie funktioniert der? Und zwar ist in der Impfung ein Stückchen DNA, Quatsch, ein Stückchen RNA aus dem Virus drin. Da ist kein kompletter Virus drin. Das wird injiziert. Die RNA ist sozusagen die Blaupause dafür, dass Stücke, ach so, und dieses Stück RNA kodiert für ein Antigen. Das wird dann im Körper repliziert und dann daraufhin das körpereigene Immunsystem fängt dann an, eine sogenannte Immunantwort zu bilden. Das heißt, es bekämpft diese Viruspartikel. Die Symptome, die auftreten können nach so einer Impfung, wie zum Beispiel die Müdigkeit oder vielleicht auch ein bisschen Fieber oder so Muskelschmerzen, das sind keine Symptome, die ein Virus im Körper auslöst, sondern das sind die Symptome, die körpereigene Immunantwort auslösen.
Und zwar denkt der Körper, oh, da ist ein Viruspartikel, ein Virusantigen in meinem Körper, ich muss den bekämpfen, aber es ist keine Infektion. Also das heißt, man kann sich durch diesen Impfstoff nicht, nicht infizieren. Und auch diese Symptome, die man eventuell spürt, sind die Symptome der eigenen Körperantwort. Also das ist das, was der eigene Körper macht. Und dann ist es so, dass nach einiger Zeit eben genug Antikörper aufgebaut sind. Also das sind die Zellen, mit denen das eigene Immunsystem das Virus eben bekämpft. Und dann sind auch die Symptome vorbei und dann ist auch nichts mehr von diesem Impfstoff, der mal injiziert wurde im Körper. Das ist dann nämlich auch alles bekämpft und komplett weg. Und was passiert? Und dann passiert eigentlich erstmal gar nichts mehr und man merkt gar nichts mehr. Sondern nur in dem Zeitpunkt, wo man wieder mit dem Antigen in Kontakt kommt, also wenn man sich infiziert und das Virus im eigenen Körper ist und eben auch mit diesem Antigen-Oberflächenpartikel, dann beginnt der Körper eben eine Immunantwort zu generieren und der Effekt ist, dass im besten Falle man die Krankheit nicht bekommt, aber es kann auch sein, und das ist dann wieder sehr, sehr abhängig von der Antwort des Immunsystems, dass man sich halt trotzdem infiziert, dann aber meistens die Symptome weniger stark sind und auch die Wahrscheinlichkeit, dass man einen schweren Verlauf hat, sehr viel geringer sind. Und natürlich ist es so, man muss darüber diskutieren, dass man nicht weiß, was gibt es noch für mögliche Nebenwirkungen, die vielleicht noch nicht erforscht sind. Gibt es überhaupt Langzeitfolgen? Aber ganz, ganz viele andere Medikamente haben eben Langzeitfolgen und Nebenwirkungen und die werden dauerhaft über Jahrzehnte verschrieben und eingenommen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dort Nebenwirkungen oder Langzeitschäden auftreten, sind viel, viel höher als bei so einer Impfung. Und man muss halt auch sagen, dass ganz viele, also dass die medizinische Forschung funktioniert generell so, dass halt eine bestimmte Sache wird angeguckt, wird untersucht, wird erforscht. Dann werden die Ergebnisse publiziert und eben auch immer gesagt, zum aktuellen Standpunkt der Forschung ist halt das und das Ergebnis. Und das wird dann wiederum umgesetzt, aber immer mit diesem Wissen im Hinterkopf. Es kommen dann halt wieder klinische Erfahrungen dazu und die führen dann vielleicht dazu, dass so eine Studie nochmal neu aufgelegt wird oder dass nochmal bestimmte Aspekte einer Wirkung eines Impfstoffes oder eines Medikaments eben neu erforscht werden. Und ja, es ist auch so, dass sich immer wieder Dinge zeigen, die zum Beispiel alte Erkenntnisse widerlegen. Und natürlich ist das irgendwie nervig und man kann nie hundertprozentig sagen, das ist jetzt hundertprozentig sicher. Aber trotzdem gibt es dafür eigentlich keine Alternative und das ist halt nicht die Studie ist dann oder die Erkenntnis ist dann nicht schlecht dadurch, sondern die Frage, wie man damit umgeht, ist dann eben entscheidend. So. Wir haben wenig Zeit. Ich würde kurz noch was zu dieser Herdenimmunität sagen, weil da gerade auch immer drüber geredet wird. Und zwar ist es so, dass man bestimmte Leute nicht impfen kann. Und zwar sind das Leute mit einem sehr schwachen Immunsystem, zum Beispiel bei HIV-Erkrankungen, bei schweren Krebserkrankungen, sind das Säuglinge, weil die noch zu klein sind, dass das Immunsystem noch nicht aufgebaut werden kann. Und je mehr Leute in einer Population, also in einer Gesellschaft geimpft sind, desto mehr Leute können die Krankheit nicht, also desto weniger tritt eine Krankheit auf und desto weniger wird sie halt auch verteilt und desto größer ist halt auch der Schutz für diese Leute, die nicht geimpft sind. Und im Moment wird gesagt, so wenn ungefähr 2/3 der Bevölkerung geimpft sind, hat man schon mal eine ganz gute Grundimmunität. Genau, also es gibt auch bei vielen naturheilkundlichen Arzneimitteln auch schwere Nebenwirkungen, die oft halt nicht so diskutiert werden, nicht so bekannt sind. Und dann gibt es in ganz normalen Nahrungsmitteln, wie zum Beispiel den Energy Drink, wenn man sich da mal anguckt, was da an E-Stoffen, an Zusatzstoffen, an Inhaltsstoffen drin sind, da würde ich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass die alle keine Langzeitschäden machen und komplett nebenwirkungsfrei sind. Ja, wie ist es? Ich bin schon eigentlich am Ende meiner Zeit, hätte aber noch ein bisschen was. Darf ich überziehen? Okay, gut. Studien. Das ist ja jetzt auch so, also oft
ist es so, dass medizinische Studien gar nicht so sehr von der Allgemeinbevölkerung und auch nicht auf Facebook, auf Twitter und in sonstigen Medien diskutiert werden. Momentan, interessanterweise, ist das aber der Fall. Und ich denke, dass ganz viele Fakten der Statistik, Statistik ist ein Riesengebiet, das kann man studieren. Ich selber hatte irgendwie so ein paar Semester Statistik, fand es ganz furchtbar und habe irgendwie auch nach diesen paar Semestern das Gefühl, ich habe ganz, ganz viel nicht verstanden, weil es irgendwie hochkomplex ist und man auch sehr viel Mathe dafür können muss. Und dass ganz viele Studien eben zitiert werden mit so ganz gefährlichem Halbwissen und dabei eigentlich gar nicht der Wortlaut oder die Intention oder der Hintergrund dieser Studie beleuchtet wird. Und das kommt dann in die Presse und in die sozialen Medien. Und ich habe hier ein kurzes Audio von Drosten, was ich gerne abspielen würde. Da geht es um eine Studie aus Wuhan, wo gesagt wurde, als jetzt eine neue Virusvariante aufgetaucht ist, wo es darum ging, wie gefährlich diese neue Variante ist, und der Inhalt dieser Studie ist dabei jetzt gar nicht so wichtig, sondern interessant ist, was halt medial daraus gemacht wurde und wie das diskutiert wurde. So, wir probieren es mal. Aber das jetzt nur mal so als Nebenbemerkung. Jedenfalls alle diese Einflüsse, die sind einfach so hingenommen worden und mit den Viren gleichgesetzt worden, und dann wurde eine vorsichtige Schlussfolgerung gemacht in einem wissenschaftlichen Sprachton, wo gesagt wird, es könnte sein, dass die L-Variante mit schwereren Verläufen assoziiert ist. Mhm. Und dann wurde daraus in einer Pressemitteilung etwas gemacht, das heißt, die L-Variante ist tödlicher und die ist jetzt aufgekommen. Und dann wird auch noch rumspekuliert in diesem wissenschaftlichen Artikel, dass die L-Variante provoziert worden sei durch Selektionsdruck, der ausgelöst worden sei durch die Isolationsmaßnahmen in Wuhan. Mhm. Und spätestens zu diesem Punkt, zu diesem Zeitpunkt, wird diese Diskussion hier zu einer Freakshow. Das ist also fast schon unterhaltsam, was hier passiert. Und das könnte man jetzt subsumieren unter gefährliches Halbwissen auf Seiten derjenigen, die das hier wissenschaftlich interpretiert haben. Und dann aber eben, was dann häufig passiert in der Wissenschaftskommunikation und auch gerade in sozialen Medien, wo das hier mal wieder aufgebauscht wurde, dass Personen, die noch weniger haben als Halbwissen, die vielleicht so 10% Wissen haben, mit diesem 10% Wissen dann aber hausieren gehen und daraus dann noch mehr Sensation machen. Mhm. Und das ist etwas ganz Gefährliches, das wir im Moment wirklich vermeiden müssen. Ich sehe das auch bei anderen Sachen, die ich hier zum Beispiel auch im Podcast sage. Da kommen dann Leute bei Twitter, die sagen mir, das haben Sie aber falsch gemacht, Sie sind doch ein Stümper. Und dann werden irgendwelche Zahlen, die ich irgendwo genannt habe, genommen. Die werden simpel umgerechnet mit irgendwelchen Formeln. Und dann werden Zahlen daraus generiert, die dann dramatisch dargestellt werden. Mhm. Und das wird dann wieder getwittert. Und das ist einfach furchtbar. Das ist, man kann das auch kaum unterbinden. Aber genau, zum Schluss fängt nämlich Zizek wieder an. Jetzt? Okay, das war ein lustiges Experiment und passt eigentlich auch ganz gut als Beispiel, das, was ich sagen will. Und zwar habe ich nämlich gestern das erste Mal in meinem Leben so ein Stück Audio rausgeschnitten aus einem längeren Stück Audio. Und das ist was, wovon ich eigentlich überhaupt keine Ahnung habe. Und deswegen war das jetzt vielleicht auch ein wenig holprig. Aber ich würde zum Beispiel jetzt nicht anfangen, mir über das Schneiden von Audios eine Expertenmeinung anzumaßen, weil ich das eben nie gelernt habe und auch kein Hintergrundwissen zu habe. Und das, was aber jetzt häufig passiert, ist, dass halt Leute, die eigentlich wirklich keine Ahnung haben, auf einmal relevante Meinungen haben, die auch kundtun, und dass die leider dann halt auch weiter verbreitet werden und zum Teil einfach auch unkritisch aufgenommen und diskutiert werden. Und dann wird halt auch oft so in den Medien diese Expertenhörigkeit als Wort in den Mund genommen, finde ich auch extrem schwierig, weil natürlich muss man kritisch betrachten, wer sagt was, was sind die Hintergründe, aber halt eben ohne in eine Verschwörungsecke abzurutschen, zu sagen, das sind Fakten, die höre ich mir an, ich kann beleuchten, wer sie gesagt hat und in was für einem Kontext sie gesagt wurden, aber gleich Dinge zu verteufeln, nur weil sie zum Beispiel von einem Experten gesagt werden oder einer Expertin, finde ich auch wieder schwierig.
Nochmal einen ganz kleinen Ausflug zu, ach genau, zu dem Thema zugespitzt. Das mit den Pandemien ist nämlich auch gar nichts so Neues. Ich habe jetzt leider nicht die Zeit. Es gibt ein paar Bücher darüber, wer sich dafür interessiert. Dem kann ich nur ans Herz legen, sich mal zu recherchieren. Zum Beispiel die Pest im Mittelalter oder die spanische Grippe. Anfang des 19. Jahrhunderts sind so Beispiele davon, von Pandemien, in denen es ganz viele Ähnlichkeiten zu der heutigen Situation gab. Und es ist total spannend. Also es gab zum Beispiel auch eine Maskenpflicht in San Francisco, als die spanische Grippe dort angekommen ist. Das war 1918. Und da gab es Demonstrationen, Maskenpflichten, Abstandsregeln und so weiter. Und auch die Kurven sind interessant, sich mal anzugucken, wie das mit dem Infektionsverlauf eben damals und heute war. Und eben zum Beispiel die spanische Grippe, zum Beispiel Pocken, die Pest, Cholera und Lepra, das sind alles Infektionskrankheiten. Und genau, es macht Sinn, sich das mal anzugucken. Es ist also nichts völlig Neues, was gerade passiert. Und genau, ich möchte jetzt auch nicht eingehen auf die Frage, sind Leute an oder mit Corona gestorben? Was ich viel wichtiger finde, gerade zu beleuchten, ist, wie Leute sterben. Und gerade jetzt, als es die Ausbrüche hier in Berlin in so zwei verschiedenen Pflegeheimen gab, da hatten wir ganz, ganz viele sehr alte, sehr kranke, infizierte Patienten, die auf einmal bei uns vor der Tür standen und im Krankenhaus aufgenommen werden mussten, die uns immer wieder vor diese Entscheidung gestellt haben, so inwieweit eskalieren wir jetzt die Therapie, wie weit geht man da, gibt es da, ist da irgendwas schriftlich festgelegt und ja, viele sterben dann auch und die sterben aber unter, mal völlig egal, ob sie an, mit, durch, drüber oder drunter Corona gestorben sind, sie sterben zu Pandemiezeiten. Das heißt, sie sterben ohne, dass die Angehörigen zu ihnen können. Sie sterben und sie sehen die letzten Menschen, die sich um sie kümmern, eben alle mit Maske, mit Handschuhen, mit Kittel. Das nimmt ganz viel so an persönlicher Zuwendung. Du kannst nicht mehr die Hand einfach nehmen und halten. Und das sind ganz viele Dinge, die finde ich viel, viel wichtiger sind, als woran dieser Mensch jetzt gestorben ist, sondern eben wie er stirbt. Und das ist ganz eindeutig, dass viele Menschen, die jetzt gerade sterben, einfach viel, viel unschöner sterben, als sie eben außerhalb von Pandemiezeiten gestorben wären. Und ja, wenn Jana aus Kassel denkt, sie wäre Sophie Scholl, denke ich manchmal, ich wäre der Terminator. Und wenn dann halt Leute irgendwie auch noch kommen und mir erzählen wollen, irgendwie, ich wäre regierungsnah und unkritisch, dann würde ich auch am liebsten fragen, so in oder auf die Fresse, weil ich bin irgendwie schon seit vielen, vielen Jahren Aktivistin und war ganz viel gegen bestimmte Dinge der Regierung und der Gesellschaft und des Systems auf der Straße, immer antifaschistisch, immer antikapitalistisch, immer profeministisch. Und diese ganzen vielen Jahre habe ich vielen von denen, die jetzt aufstehen und mir irgendwie mangelnde Regierungskritik vorwerfen, die habe ich nicht gesehen auf der Straße, die habe ich nicht gesehen im Aktivismus. Und das ärgert mich halt gerade so wahnsinnig, dass Leute jetzt, wo es um die Einschränkung ihrer eigenen Freiheit geht, zugunsten des Schutzes von anderen Teilen der Gesellschaft, von schwächeren Teilen der Gesellschaft, dass die jetzt auf einmal sich auf die Fahnen schreiben, die großen Aktivisten und Regierungskritiker zu sein. Und ich würde immer und weiterhin dazu aufrufen, die Regierung und das, was sie tut, kritisch zu hinterfragen. Immer zu fragen, was sind die wirtschaftlichen Interessen dabei? So, was ist die kapitalistische Motivation? Was macht das mit uns? Was macht das mit unserer Gesellschaft? Was macht das mit unserem Leben? Was macht das mit der Menschlichkeit? Und das ist total wichtig, aber das muss man halt auch alles in den richtigen Kontext setzen. Und ich finde auch, dass wenn es jetzt darum geht, Maßnahmen einzuhalten, um eben die Pandemie einzudämmen, ist das nicht der richtige Zeitpunkt, wo man zu radikalen Aktionen gegen Maßnahmen aufrufen sollte. Und nur mal als kleines Beispiel hier auf der Folie, das sind alles Initiativen von MedizinerInnen, einmal die kritischen MedizinerInnen, das sind Studentinnen, dann gibt es das Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus, dann gibt es die Metzis, mein Essen zahle ich selbst, ist eine Gruppe von Medizinern, die halt gegen, also es gibt immer so von Pharmaunternehmen gesponserte Fortbildungen, wo das Essen auch umsonst ist. Und die kommen halt mit ihren Tupperdosen dahin und sagen, sie lassen sich halt nicht kaufen. Finde ich total coole Initiative. Dann gibt es Krankenhaus statt Fabrik.
Und dann gibt es zum Beispiel die FAU. Also es gibt ganz viele Zusammenschlüsse, wo MedizinerInnen schon seit vielen, vielen, vielen Jahren eben für mehr Personal kämpfen, für bessere Arbeitsbedingungen, gegen die Lobby der Pharmaindustrie und dagegen, dass eben Krankenhäuser wie Unternehmen geführt werden, alle privatisiert sind. Und ich habe jetzt gerade gelesen, es gibt in der Freitag einen Artikel dazu, dass gerade darüber nachgedacht wird oder aufgerufen wird, eben aus der linken Ecke, Krankenhäuser wieder zu kommunalisieren und eben gegen diese, also diese Privatisierung rückgängig zu machen. Und das finde ich eben auch alles total spannende und wichtige Aspekte, die beleuchtet werden müssen. Und jetzt haben wir gar keine Zeit mehr, die weiteren gesellschaftlichen Aspekte und Auswirkungen zu diskutieren. Aber dafür gibt es ja auch noch ein paar andere Vorträge. Und hier vielleicht nochmal einen Hinweis. Es gibt noblocks.org. Da finde ich, sind sehr schön aus linker aktivistischer Perspektive eine Regierungskritik dargestellt, die halt eben nicht in ein unreflektiertes Schwurbleitum abrutscht. Sorry für die Überziehung, danke für die Aufmerksamkeit und jetzt gibt es noch Fragen. Vielleicht. Vielen lieben Dank. Es sind einige Fragen reingekommen. Die Auswahl zu treffen wird schwierig, das ist ja das Schöne an einem echten Kongress, da kommen die Menschen einfach ans Mikro, man weiß nicht, was kommt. Ich fange mal mit einer Frage zur Impfung an. Wie verhält es sich mit der Impfung bei bereits durchgemachter Infektion? Man ist sich ja so ein bisschen unsicher darüber, wie man dann immun ist und sozusagen gibt es dazu bereits Daten? Nee, da gibt es keine Daten, weil es wird ja gerade erst angefangen zu impfen und das sind alles sehr spannende Fragen und sehr gute Fragen. Aber da jetzt gerade erst die ersten Leute geimpft werden, wurden natürlich auch keine Leute mit einer durchgemachten Infektion geimpft. Aber wenn man davon ausgeht, dass die Infektion das Immunsystem oder die Gedächtniszellen vom Immunsystem dazu anregt, eine körpereigene Abwehr oder einen körpereigenen Abwehrschutz aufzubauen und die Impfung macht genau das Gleiche, dann sollte eine zusätzliche Impfung ist dann auf keinen Fall schädlich. Aber die Frage ist natürlich, ob es dann so einen Booster-Effekt gibt und das Immunsystem nochmal doller antwortet oder ob man sagt, okay, das Immunsystem kann nur so und so viel machen, mehr kann es halt nicht, dann macht das vielleicht gar keinen Sinn. Aber eben, das weiß man nicht. Okay, dann mache ich mal weiter mit, weiß man, warum andere Corona-Pandemien nicht so durchgeschlagen haben wie jetzt Corona, was wir jetzt gerade haben, also wie zum Beispiel das im Nahen Osten? Gute Frage. Ich glaube, das hat was mit der Infektiosität und der Verbreitung zu tun. Aber ganz genau kann ich das auch nicht sagen. Aber ich würde jetzt mal sagen, dass diese Aerosole und die Partikel, die halt dafür sorgen, dass es von einer Person zur anderen übertragen wird, halt auf eine andere Art doller oder weniger doll infektiös sind. Und das ist nämlich auch, kommen wir zum Thema der Mutation zurück. Also man nennt sowas Selektionsdruck. Das heißt, ein Virus möchte sich verbreiten. Das möchte gerne evolutionstechnisch überleben und möglichst viele Leute infizieren. Und wenn es rausfindet, dass bestimmte Viruseigenschaften besonders infektiös sind, dann gibt es Virusmutationen und diese Mutationen in dem Erbgut des Virus führen dazu, dass es doller infektiös ist. Und das macht das Virus die ganze Zeit. Die Influenza macht das übrigens auch sehr erfolgreich. Und eben, es kann sein, dass es zum Beispiel Virusmutationen gibt, die jetzt das Coronavirus eben doller infektiös machen. Okay, dann noch eine Frage, die vielleicht auch persönlich für Menschen ganz wichtig ist, weil es gibt ja viele, viele Risikofaktoren und ein hoher Prozentsatz der Bevölkerung gehört zur Risikogruppe. Gibt es denn bestimmte Risikofaktoren, die eindeutig gefährlicher sind als andere? So aller hat man mit einem Herzleiden, ist es gefährlicher als mit Asthma? Mhm. Ganz grob, gibt es da was? Ja, also Diabetes ist ein großer Risikofaktor, der also zum Beispiel unter den jüngeren Leuten, die wir mit Corona sehen, die auf die Intensivstation müssen, hat einen hoher Anteil eine Zuckerkrankheit, also ein Diabetes. Dann vorbestehende Lungenerkrankungen. Ist logisch, dass die Lunge dann weniger widerstandsfähig ist. Und eben alle Autoimmunerkrankungen, also können chronische Darmerkrankungen sein oder viele verschiedene Arten, weil Autoimmunerkrankungen erstens, wie der Name schon sagt, das Immunsystem ist dann schwächer. Und
Zweitens haben die oft auch Medikamente, die zusätzlich auf das Immunsystem einwirken. Das heißt, das Immunsystem kann besser, schlechter arbeiten. Also das sind schon so Faktoren, die eben besonders. Und halt also Komorbidität. Also je mehr verschiedene Erkrankungen ein Patient hat, und das sind meistens die älteren Patienten, und je mehr verschiedene Medikamente, die dann auch gegeben werden dagegen, umso fragiler ist eben der komplette Organismus und halt auch das Immunsystem. Okay. Dann noch weiter, hat sich seit März viel an der Behandlungsweise geändert? Behandlung, definieren Sie Behandlungsweise. Also hier hat jemand geschrieben, dass am Anfang des Jahres sehr viel künstlich beatmet wurde. Inzwischen hört man davon wohl weniger, schreibt eine Person. Also bei der ersten Welle war ich in Syrien. Ich habe das aber natürlich hier auch mitverfolgt und beobachtet. Und ja, da hat man Patienten sehr, sehr früh beatmet, aus verschiedenen Gründen, hat dann aber gemerkt, es ist total schwierig, die wieder von dem Beatmungsgerät zu entwöhnen. Und deswegen wurde jetzt in der zweiten Welle dazu übergegangen, so lange wie möglich die Patienten nicht zu beatmen. Und zwar gibt es da einmal sowas, das heißt High Flow, also das ist eine quasi hochdosierte Sauerstofftherapie ohne irgendwelche invasiven Verfahren. Und dann gibt es was, das heißt CPAP, also eine nicht-invasive, eine Beatmung per Maske, aber ohne Beatmungsschlauch. Und dass sozusagen all diese Verfahren eben so lange wie möglich gemacht wurden. Und interessanterweise, wir kriegen immer jeden Morgen, wenn ich irgendwie ankomme im Krankenhaus, sehe ich immer einen Bericht von den Intensivstationen und da steht dann so und so viele Betten belegt, so und so viel invasiv beatmet, so und so viele nicht. Und jetzt im Verlauf der zweiten Welle, also am Anfang hatten wir mal ein, zwei Leute, die beatmet waren, den Rest nicht. Und die Station war immer voll übrigens. Und mittlerweile ist sie weiter voll und es wurden zweite eröffnet und jetzt auch noch eine dritte. Aber also mittlerweile sind, glaube ich, gerade nur noch einer oder zwei nicht invasiv beatmet und der Rest ist beatmet. Das heißt, es gibt einen, also im Krankheitsverlauf, je schwerer der Verlauf ist, dann gibt es einen Punkt, wo die Leute einfach nicht mehr selber atmen können, dann muss man beatmen. Also ja, das Paradigma hat sich insofern geändert, so lange wie möglich ohne, aber auch, es wird gerade immer wieder mehr, weil es einfach nicht geht. Und dann kommen natürlich noch so Aspekte dazu, wie eine beatmete Person braucht viel, viel mehr Pflegepersonal, kann man das überhaupt handeln? Ne, das ist jetzt nicht nur die Frage, haben wir die Geräte, haben wir das Bett, sondern auch, haben wir das Personal? Und kriegt man die halt auch wieder entwöhnt? Und vor allen Dingen, wie ist die Lebens- und die Lungenqualität nach einer künstlichen Beatmung? Nämlich in den meisten Fällen nicht so gut wie vorher. Okay. Haben wir noch Zeit? Können wir am Ende sogar alle Fragen machen. Dann eine Frage, du sprachst ja über die verschiedenen Testweisen, unter anderem den PCR-Test und auch über den C-Wert, also wie oft Zyklen durchgeführt werden müssen, um das Virus nachzuweisen. Von diesem C-Wert erfahren ja eigentlich OttonormalbürgerInnen nichts. Das heißt, wie sieht das aus nach einer durchgestandenen Infektion, wenn man dann vielleicht nochmal doch getestet werden muss, weil man Kontaktperson war oder sowas? Wie lange wäre das positiv? Oder also weißt du, wie das dort dann ablaufen würde? Ja, also es ist unterschiedlich. Also es ist tatsächlich so, dass in den Laboren, die in Krankenhäusern angegliedert sind, der C-Wert immer bestimmt wird. Aber die Teste, die in Hausarztpraxen oder so gemacht wird, da wird er oft gar nicht bestimmt. Da geht es jetzt wirklich erstmal darum, um zu wissen, so bin ich infiziert. Und in der Regel ist schon nach 10 Tagen ist eine Person, wenn sie 10 Tage lang infiziert und in Isolation war, ist sie nicht mehr infektiös. Das heißt, man müsste davon ausgehen, dass dann der C-Wert unter 30 liegt. Wahrscheinlich gibt es Ausnahmen, es gibt immer Ausnahmen. Aber in der Regel, wenn jetzt jemand irgendwie 4 Wochen nach einer durchgemachten Infektion einen Test macht, dann würde in der Regel dann würde der PCR-Test in der Regel negativ sein. Und wenn es zum Beispiel 2 Wochen danach ist, kann der noch gering positiv sein, dafür aber der C-Wert dann so, dass es für eine nicht mehr für Infektiosität spricht. Also dass jemand nach mehreren Wochen noch infektiös ist, ist eigentlich extrem unwahrscheinlich. Okay, dann fange ich jetzt hier, das waren jetzt die Fragen, die wir erstmal ausgesucht hatten, dann gehe ich jetzt von oben an runter und wir machen alles, wenn wir noch dürfen. Bei der Impfung wird ja dieses Protein erzeugt, richtig? Mhm. Weiß man denn schon, was da eigentlich
im Körper passiert, wenn es dieses Protein, was ja nicht, eigentlich nicht seins ist, bekommt, und wird das vollständig abgebaut, ausgeschieden, weil das scheint so eine Frage bei der Impfung zu sein? Genau, also das wird schon vollständig abgebaut, und was da passiert, weiß man schon, weil es das Gleiche ist, was bei anderen Infektionen, also bei anderen Impfungen, als auch bei anderen Infektionen passiert. Also ich könnte das jetzt im Einzelnen darlegen, aber das würde zu lange dauern. Also es gibt einfach bestimmte Zellen im Körper, Zellen der Immunantwort, und die machen jetzt, also zum Beispiel, wenn ich jetzt was Falsches esse und das sind Salmonellen oder das ist irgendwie ein E. coli da drauf, würde mein Körper wahrscheinlich trotzdem das Gleiche machen. Ich würde furchtbaren Durchfall kriegen, ich würde vielleicht ein bisschen Fieber kriegen. Das ist meine Immunantwort. Das heißt, die ist schon ein bisschen unterschiedlich jetzt, je nachdem, auf was das Immunsystem reagiert. Aber im Grunde ist eine Immunantwort, die ist sehr, sehr gut erforscht, die ist schon sehr, sehr lange bekannt, und das ist das, was der Körper da macht. Okay. Und das macht er schon gut. Dann weiter eine Frage nochmal zu den Impfungen. Wie sieht es mit den unterschiedlichen Impfungen aus? Warum wird zuerst die neuere Methode angewandt? Und welche Risiken bestehen? Und ist diese neue Covid-Impfung generell schlechter für Allergiker? Das war ja auch nochmal so ein Punkt in den Medien. Das waren ja jetzt ganz viele Fragen auf einmal. So, die erste Frage war, warum die neue Methode. RNA-Impfung, genau. Genau kann ich das nicht beantworten. Also ich weiß es nicht, warum die, aber ich weiß, also ich habe rausgesucht, ich weiß nicht, ob meine Folien noch zu sehen sind, ich habe mal rausgesucht, weil ich mich auch gefragt habe, so, hä, warum ging denn das so schnell? Und zwar, erstens ist ganz, ganz viel Bürokratie bei diesen Zulassungsprozessen involviert, und auf Druck von, ja, eben auf Zeitdruck, weil diese Impfungen schnell rauskommen sollten, wurden viel dieser bürokratischen Prozesse abgekürzt. Und mich persönlich hat das schon mal ein bisschen beruhigt, weil ich dachte so, nachher wurde da total viel an der klinischen Forschung und Testung gespart, aber es wurde halt auch ganz viel Zeit gespart eben an Bürokratie. Es wurde Zeit gewinnen, das nennt sich Rolling Review. Das heißt, während einzelne Forschungsergebnisse vorlagen, gingen die schon in die Prüfung. Normalerweise wird das alles fertig gemacht und dann erst das komplette Paket deiner Forschung in die Prüfung gegeben. Und dann dauert es, bis sich das alle angeguckt haben und bewertet haben und so. Und sie haben sozusagen irgendwie einen kleinen Teil an der Studie gemacht, dann das schon gleich in die Prüfung gegeben. Damit hat man Zeit gewonnen. Und dann natürlich noch, dass an den Coronaviren durch SARS und MERS und so auch schon viel geforscht wurde. Also das heißt, es gab schon eine Grundlage, es gab viel wissenschaftliche Beratung, es wurde viel schon vorher eingereicht. Also das kann man sozusagen da zu sagen, warum das so schnell ging. Warum der jetzt als Erster? Ich glaube, weil er... Nee, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Und das Dritte ist, ob der gefährlich ist. Nee, ist er nicht, weil... wie ich schon meinte, also das ist nicht Teil, also er verändert nicht das Erbgut, weil es ist nur ein kleiner Teil eines Proteins des Virus, der durch die Impfung in den Körper gelangt und dort auch komplett wieder eliminiert wird, und hat nicht die Möglichkeit, in die menschliche DNA irgendwie einzugreifen. Das ist völlig ausgeschlossen. Und das, was passieren kann, ist natürlich, dass es Impfreaktionen gibt, ne, wie die halt für die Antwort des Immunsystems sprechen. Aber jetzt nochmal zu, weil du die Allergien erwähnt hattest, zu den Allergien. Meistens, also diese Allergien werden hervorgerufen durch die Zusatzstoffe. Also das ist ja jetzt nicht so ein Fitzelchen DNA, was da irgendwie so als kleiner Punkt in dieser Spritze, in dieser Impfspritze drin ist, sondern da müssen Trägerstoffe drin sein. Und auch es gibt bestimmte Stoffe, die dafür sorgen, dass das Immunsystem nochmal angeregt wird. Es gibt eine Liste im Internet zu finden. Ich kann die auch gerne nochmal im Anschluss irgendwo in meine Präsentation reintun, dass man die sehen kann, wenn man sich die Folien runterlädt. Und da stehen dann die verschiedenen Stoffe drin. Und das sind dann irgendwie, also so ein Klassiker ist irgendwie Hühnereiweiß. Ich weiß gar nicht genau, ob der da drin ist. Aber das ist zum Beispiel so ein Klassiker. Bei Impfstoffen ist oft, der Träger ist Hühnereiweiß. Und dass Leute, die eine Eiweißallergie haben, die reagieren dann logischerweise da drauf. Und ja, klar ist das doof, aber das ist jetzt irgendwie nichts, was mit diesem mRNA-Impfstoff und noch viel weniger mit Corona zu tun hat. Und man kann das auch vorher testen, und man kann auch mit diesen Impfstoffen zu seinem Hausarzt gehen und sagen, guck mal, ich habe irgendwie jetzt ganz viele Allergien, gibt es ja vielleicht Kreuzallergien, weil ich jetzt auf eine bestimmte Creme irgendwie mal allergisch reagiere. Und dann muss man noch dazu sagen, diese schlimmen, also es sind ein paar schlimme allergische Reaktionen mit einem anaphylaktischen Schock aufgetreten in den Studien.
Und das waren aber alles Allergiker, die ihr Adrenalinset schon in der Tasche hatten. Das heißt, die kannten das von sich. Das ist bei denen schon vorher so schlimm aufgetreten und deswegen hatten die ja auch schon die Notfallmedikamente dabei. Also das ist jetzt unter Otto Normalbürger, wird es bestimmt auch einen unter was weiß ich wie vielen geben, bei denen sowas auftritt. Aber unter den Gesichtspunkten muss man das halt auch sehen. Und dazu soll man ja für gewöhnlich nach einer Impfung auch noch so 10 Minuten, Viertelstunde da bleiben, falls was ja, ist. Mindestens, ne? Gut, dann, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, steht das genaue Datum schon fest, an dem der Impfstoff für die Gesamtbevölkerung verfügbar sein wird? Ja, ist ja jetzt schon. Also ist ja jetzt schon losgegangen. Also es wird ja jetzt schon geimpft und es gibt bestimmte Gruppen mit der Reihenfolge, also als erstes eben sehr, sehr alte Leute und Risikogruppen und medizinisches Personal in Pflegeheimen. Und dann je nachdem in verschiedenen Einrichtungen. Kann es sein, dass auch irgendwann von Hausärztinnen geimpft wird oder nur in Impfzentren? Klar, kann sein. Also ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht, außer dass die halt auch... Also ich glaube, dass diese Systematik, die da gerade hintersteckt, die ist ja neu. Sowas hatten wir ja noch nicht eigentlich bei anderen Impfungen. Und diese Systematik ist ja eine, die... vom Gesundheitsministerium und der Politik und so weiter auch ausgetüftelt wurde. Und um die zu kontrollieren und halt auch sinnvoll und großflächig anzuwenden, gibt es, glaube ich, diese Impfzentren. Aber an sich würde auch nichts dagegen sprechen, wenn einzelne Hausärzte es machen. Dann ist halt nur wieder die Frage, wie kommen die an die Dosen? Und die müssen ja auch extrem gekühlt werden. Also das ist, glaube ich, auch eine logistische Frage. Okay, Hast du Informationen dazu, wann der Impfstoff von CureVac zugelassen wird? Keine Ahnung, ich bin nicht gesponsert. Ich mache auch keine Werbung. Ganz interessant, weil du ja auch über Patientenvollmachten gesprochen hast und Patientenverfügung. Wie macht man diese am besten? Hast du da einen Tipp, wie man da am einfachsten rankommt? Gibt es eine Website namens patientenverfügung.de oder so? Ja, aber es muss auch durch einen Notar beglaubigt sein. Also am besten so irgendwie vielleicht befreundete Rechtsanwältinnen oder so anhauen oder man kann das auch, es gibt auch so eine Initiative, die heißt PatVerfü oder irgendwie so ähnlich, aber man kann das einfach googeln. Also ich glaube, man muss einfach irgendwie, gib mal Berlin Patientenverfügung ein. Okay, dann noch, warum dürfen die Schnelltests ausschließlich an Fachpersonal verkauft werden? Ja, weil man da halt auch total viel falsch machen kann. Also wenn man irgendwie den Abstrich nicht richtig macht, wenn man da nur irgendwie vorne so ein bisschen dran rumpopelt, dann hat man vielleicht ein negatives Ergebnis. Vielleicht will man das ja auch, ne? Also wenn du zum Beispiel irgendwie auf eine Veranstaltung willst und unbedingt hin willst und dir denkst, so, ach naja, da mache ich nur so ein bisschen vorne in der Nase, dann wird der schon negativ sein, auch wenn du vielleicht eigentlich eine Infektion hast, dann ist das potenziell total gefährlich. Und das Zweite ist halt auch die Durchführung. Also es ist schon relativ einfach, aber es macht schon Sinn, dass man ein bisschen... Laborerfahrung hat, weil man mit dieser Entwicklungsflüssigkeit, also du musst halt auch gucken, dass du alles von diesem Wattestäbchen in die Entwicklungsflüssigkeit kriegst, dass da richtig drauf tropfen, die Zeiten einhalten. Also ich glaube, das ist sozusagen um halt Fehlerquellen vorzubeugen. Wie viel Sinn das jetzt macht, sei dahingestellt. Gut, dann noch eine Frage, wo ich sehr viele Worte nicht kenne. Also ich lese einfach mal vor und hoffe, du Bin kannst gespannt. Damit mehr anfangen. Gibt es bei euch im Int-Bereich, also ich denke mal intensiv, speziell bei den ARDS-Lernerfahrungen aus dem praktischen, gibt es dort anscheinend Erfahrungen aus dem ARDS-Bereich ja. Im praktischen Alltag auch mit CBD? Und wenn ja, wie inhalativ, oral, soll ja recht gut das Apulin regulieren und damit schweren Verläufen vorbeugen? Okay, also zum ersten Teil kann ich was sagen, zum zweiten nicht. Also nochmal für alle, also ARDS ist dieses Acute Respiratory Distress Syndrome, also das heißt sozusagen einfach nur ein schweres Lungenversagen. Und man hat am Anfang Leute, die sehr viel Erfahrung haben mit diesem schweren Lungenversagen und mit der Beatmung, natürlich dann auch auf den Intensivstationen gedacht, dass die ihre Erfahrungen auf Corona auch anwenden können. Man hat dann aber sehr schnell gesehen, dass interessanterweise die Beatmung von Corona-Patienten sich doll unterscheidet zwischen anderen Erkrankungen, bei denen eine Beatmung notwendig ist. Das heißt, ganz viele Erfahrungen können eben nicht gut darauf übertragen werden und es ist vieles eben anders und überrascht immer wieder auch IntensivmedizinerInnen, die sich sehr, sehr gut auskennen und sagen, boah krass, das ist doch eine ganz andere Erkrankung und das ist ganz neu und muss neu behandelt werden.
Und deswegen zum Beispiel diese Sache mit auf dem Bauch Leute zu beatmen, ist halt auch sehr Corona-spezifisch. Und zu dem Rest mit dem CBD kann ich nichts sagen, das weiß ich nicht. Okay. Dann noch, würdest du noch was sagen können zu der Wirksamkeit und Nebenwirkungsrisiko der sozusagen einerseits des BioNTech-Impfstoffs, der jetzt da ist, und gegenüber traditionellen Impfstoffen wie der von dem von Oxford? Mm-mm. Gut. Kann und möchte ich nicht. Und noch, warum gibt es eigentlich so wenig weibliche Virologinnen in Deutschland? Nein, das ist die falsche Frage. Warum kennt sie keiner, muss man fragen. Es gibt weibliche Virologinnen, aber es kennt sie halt keiner, weil es leider, es ist ja nicht nur die Virologinnen, das geht ja irgendwie über alle Bereiche, dass es leider so ist und ganz besonders in der Wissenschaft, dass Frauen eben weitaus seltener auf die Bühne gebeten werden, weitaus seltener zitiert werden, weitaus seltener. Ach, ich hatte neulich auch im Netz irgendwie so eine bescheuerte Diskussion, da ging es auch irgendwie um, genau, es ging um diesen PCR-Test und jemand, der da irgendwie schlau gemeiert hat ohne Ende und der dann zum Schluss mich noch so von der Seite angekackt haben irgendwie, ja, woher willst denn du das eigentlich wissen, du bist doch nicht etwa Ärztin. Und ich mir dachte so, hä, warum denkt diese Person das? Und ja, das ist leider immer noch so und deswegen finde ich es schön, wenn mehr Frauen eben auf Bühnen gebeten werden, wenn mehr Frauen zitiert werden, wenn die Bücher mehr gelesen werden. Und das ist eine Frage der Bekanntheit. Ja. Dann noch eine kurze Frage zu einem Symptom. Der Geruchsverlust bei Covid, ist der permanent oder geht er weg? Meistens geht er wieder weg, so circa nach einem Monat. Es gibt seltene Fälle, da ist der permanent, aber in der Regel ist der reversibel. Gut, und noch die letzte Frage, wie war das Jahr für dich persönlich und was ist das Frustrierendste in deiner Arbeit? Das Jahr war krass. Also ich muss sagen, dass ich bin so ein Krisen- und Katastrophentyp und ich fühle mich eigentlich immer ganz wohl, wenn es brennt. So, das ist, da werde ich dann so langsam wach. Das heißt, also für mich war dieses Jahr, es war irgendwie ein krasses Jahr, halt auch, wie gesagt, irgendwie erste Hälfte in Syrien, andere Hälfte hier und dann gleich Corona und so. Ich habe super viel gelernt, ich habe super viel auch an persönlichen Challenges so gehabt und ja, für mich persönlich und über mich gelernt, das war gut. Klar ist die Situation schwierig in Krankenhäusern, aber ich muss sagen, also zum Beispiel, wir versorgen irgendwie immer noch tagtäglich Obdachlose ohne Versicherung, ohne oft, wo wir den Namen noch nicht mal wissen. Und ich finde, wenn ein Gesundheitssystem es schafft, das trotzdem immer noch nebenbei hinzukriegen, ist das schon mal ein eigentlich ganz guter Faktor. Also ich will damit nicht sagen, dass unser Gesundheitssystem toll ist und ich habe ganz viel daran auszusetzen, an Zweiklassenmedizin und an der Schere zwischen irgendwie Arm und Reich und an der Pharmaindustrie und an also den Auswirkungen des Kapitalismus im Gesundheitssystem, so keine Frage. Und das muss und soll auch weiter angeprangert werden. Ich finde aber auch, dass ganz viele Dinge daraus jetzt durch Corona noch mal viel sichtbarer werden. Und das finde ich irgendwie auch gut, weil es gibt sie schon sowieso. Aber wenigstens werden sie jetzt noch mal so deutlich, dass halt viele Leute einfach gezwungen sind, hinzugucken und gezwungen sind, sich irgendwie Alternativen zu überlegen. Und das, was mich am meisten frustriert, ist, glaube ich, dass mir oft Zeit, manchmal auch Kraft fehlt für mehr Menschlichkeit, Persönlichkeit und Zuwendung. Also, dass vieles halt unter Zeitdruck passiert und dass halt sowohl durch die Schutzkleidung als auch durch eben genau Zeitdruck und der Menge an Patienten eben oft fehlt, sich hinzusetzen und ein ausführliches Gespräch zu führen, die Hand zu nehmen und so weiter. Und das frustriert mich halt. Und mich frustriert halt auch irgendwie diese, mich frustriert halt auch ein bisschen, dass es so eine fundierte Antwort von der Linken gibt, dass es halt irgendwie auf der einen Seite so viel Aufmerksamkeit für so VerschwörungstheoretikerInnen und für Rechte und aber auch für EsoterikerInnen, also aus dem Bereich gibt es halt irgendwie super großes Rising Up und eine super dolle Stimme, dann natürlich irgendwie als Gegenseite dann aber auch irgendwie die Wissenschaft und die Regierung, ne, irgendwie so dieser Staatsapparat. Aber was total fehlt, finde ich, ist irgendwie eine reflektierte, radikale, fundierte Linke, die halt sowohl die Pandemie und ihre Gefährlichkeit anerkennt, als auch die Bedürfnisse und die Situation der Gesellschaft anerkennt.
Und dann aber halt irgendwie auch ruhig und mit guten Argumenten, aber mit einer sehr, sehr klaren Stimme und vor allen Dingen auch mit guten Alternativvorschlägen aufsteht und sich hörbar macht. Und das würde ich mir halt wünschen. Was für ein Abschlusswort. Daher, ich danke dir für diesen wunderbaren, inputreichen und verständlichen Vortrag. Danke dem Publikum für die vielen Fragen und sag damit Tschüss.